Werte Mitbürger, Landsleutinnen und ich. Habe heute vor einem Jahr ein neues Jahr des Jahres voll Strukturen und Umwandlung der Loyalitäts-SPD, fragt der Bundestagswahl, der habe, Entschuldigung, bei dem Teleprompter muss ich senkrecht lesen oder waagrecht? Also waagrecht. Also praktisch so, wie man es lesen würde, so auch lesen. Was mich irritiert, ist, dass der Text immer wegrollt. Ich bin es gewöhnt, dass ich selber umblätter. Sie müssen entschuldigen, ich mache privat sonst was ganz anderes. Ich bin Bundespräsident der Republik Deutschland. Da lese ich normal nicht von der Rolle. Also muss ich nochmal anfangen? Also waagrecht. Liebe Mitbürger und Mitbürgerer und Landsleute und Mitläufer. Ich habe mich heute entschieden, ein neues Jahr auszuwählen. Das alte hat gezeigt, dass es gerade auch die kleinen Dinge waren, die im Leben einen Zeitraum ermöglichten. Wenn ich nur denke an die Wahl des Bundeskanzlers, der nur deswegen eine Kanzlerin geworden war, weil er dieses kleine Detail mitgebracht hat, eine Frau zu sein. Zuerst dachten wir, oh nein, warum wählen wir die Frau des Bundeskanzlers und nicht mehr den Kanzler direkt? Aber eine Kanzlerin übt jetzt auch Funktionen aus, die sie auch als Kanzlergattin sowieso ausgeübt hätte. Kindergarteneinweihungen, Schutzherrschaften und Schirmständer. Und sie zeigt nach 60 Jahren Bundesrepublik, dass es in Deutschland auch Frauen gibt. Diese Doppelfunktion hat den Bürger andererseits auch aufgebracht. Als der ehemalige Bundeskanzler in der russischen Ostsee Privat und Staat vermengt hat. Aber ein Politiker ist eben immer auch ein Mensch aus Fleisch und Geld. Wir alle wissen, Gelegenheit macht Politiker. Ein Politiker ist eben nur seinem Geldwissen verantwortlich. Und er ist an keine Überweisung gebunden. Dennoch ist der Bürger hier gebannt aus dem Bürger, dass er... Entschuldigung, das geht zu schnell. Jetzt wenn Sie ein bisschen... Dennoch ist der Bürger hier gebrannte Mandel, gebrannte Kinder. Denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er aus der Politik ausscheidet. Wir aber müssen uns vertrauen. Denn wie sagt eine christliche Neujahrsbotschaft, unter den Freunden ist auch der Einarmige sähend, aber unter den Fremden geht auch der Blinde einher. Ich soll Sie übrigens herzlich grüßen von meiner Frau. Das geht gar nicht. Wie viele Arbeitnehmer sind inzwischen eine Vergangenheit hinter sich zu haben und auch eine Zukunft? Wir als Politiker wissen das. Wir können die Probleme nicht lösen, aber es ist oft auch gut, wenn wir wissen, dass jemand da ist, der weiß, dass er arbeitslos ist. Wir Politiker... wissen es. War's recht? So bricht ein neues Jahr aus. Die Tage werden wieder schneller kürzer, bis sie am Ende kleiner werden und wir
am Ende dastehen, wo wir heute sind, denn unsere Politik hat durchaus etwas Strandhaftes. Wir bewegen uns nicht. Dauernd. Wir bieten Ihnen eine zweite Gründerzeit, wie die Kanzlergattin gesagt hat. Das hat etwas Positives, denn wir Alten haben schon nach der Zerstörung dieses Land aufgebaut. Und da spüren wir bei der Jugend Chance und Gefahr, weil wir merken, die Jugend möchte auch etwas zerstören, um es aufzubauen. Ich möchte mich nicht auf Sonntagsreden beschränken, ich will sie auch aussprechen. Ja, Gutes Ihnen alles Neues wünsche ich. Hindurch ist durch es und hinein, Mut ist sauber. Entschuldigung, jetzt läuft es doch rückwärts. Was soll das? Doch unglaublich. Das ist doch unglaublich.